Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Am Dach. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Was war das? Verdammt! Och, hat dich erwischt, Gage. Okay. Da ist noch ein legendärer. Ich sehe auch was. Oh shit. Oh, der ist ausgerutscht. Komm schon. Und der letzte knallt mir gerade eine. Großartig. Gage, weißt du noch, erinnerst du dich an unser Gespräch? Über Rücken frei halten. Natürlich bist du mutiert. Ja, ich nicht. Danke. Auch eine Rohrzange. Juhu. Wo gehst du denn hin, wenn du so weitermachst? Gut, Gage steht schon wieder. Das Outfit will ich haben. Auch wenn ich es schon ein paar Mal habe, ist mir egal. So, habe ich das richtig gesehen? Geht ihr ab, Buttercup? Ja. Ein Gidea Buttercup. Karussell, cool. Was ist. Oh, dieses Gesprühzeug, ne? Mika Zebra, what? Ich. Gut, dann nochmal eben. Das hat Spaß. Mika Zebra Race, alles klar. Perfekt. Fein, aber dafür haben wir jetzt überhaupt keine Zeit. Kratzt den Ghoul überhaupt nicht, alles klar. Na gut, hätte ja sein können. Du Arschloch, aber ich stehe noch. Oh, das ist aber. Das ist aber nicht so schön wie bei den anderen Parks, ne? Also ich würde mir das hier echt gerne alles in Ruhe angucken und auch bei Sonnenlicht betrachtet. Aber das nervt jetzt gerade so ein bisschen. Angestellten-Tunnel. Okay, das ist dann wieder. Jetzt sind wir ganz am Anfang wieder. Gleich wieder zurück. Oh, wo kommst du denn jetzt noch her? Oh. Oh, Mann. Und das meine ich nämlich, das nervt. Man kann hier nicht in Ruhe mal eben sich alles angucken. Okay, Richtung. Das ist Kingdom Castle. Okay, was ist hier? Da war noch ein legendärer, war da glaube ich noch irgendwo drin, ne? Es gibt wohl einen Kampf. Ja.
sind, glaube ich, oben. Oh. Ich werde auf deine Leiche pissen. Oh. Also, Gage, das ist echt ziemlich... Level 90. Ich glaube, da oben sind noch mehr. Ich höre sie. Da. Gut. Ja, ich weiß, das könnte man eigentlich auch alles hinterher machen. Aber das ist normalerweise, ich mache das mal ganz gerne alles so zusammen. Das gehört für mich auch irgendwie zusammen. Ha! Das ist Hinweis 9. Fehlt nur noch einer. Haben wir? Wir haben alle, ne? Ja, im Kitty Kingdom haben wir alle. Sehr gut. Das heißt, hier brauchen wir keinen Hinweis mehr. Hier haben wir alle. Und dafür ist es nämlich da. Wenn man willst guckt, du dich damit wirklich abgeben? La 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 la, dazu sage ich jetzt nichts mehr, mein Herz. Keine Ahnung, wir gehen jetzt da rein. Wir haben immer die ganze Zeit von der Burg geredet. Vielleicht können wir das hier endlich abstellen. Die ganzen Legendären, ne? Das ist der Hammer. Komm schon! Spaß gemacht, was, Boss? Legendäre Todeskrallenhandschuhe. Okay, hier liegen. Oh, gucken. Brenn sie nieder! Oh, was ist das? Ist da oben eine Waffe? Raketenwerfer. Das hat Spaß. Das waren aber immer noch nicht alle. Okay. Habe ich irgendwas übersehen? Dass hier eine Falle gewesen ist? Ich glaube nicht, der wird noch der Spott vergehen. Okay, das ist Gage wieder. Der Spaß kann beginnen. Was, was, was? Ach so, er. Ja, das war mir doch klar, dass er noch da ist. Arschloch, aber ich stehe noch. Der war doch schon angeschlagen. Hier ist aber immer noch Vorsicht geboten, ne? Das scheint die Bahn zu sein. Oh, dammit. Oh, wenn ich jetzt den Herzschlag nicht gehört hätte, ne? Diese blöde... Oh, Gott.
Das ist so nervig. Kommt dann erstmal noch was anderes. Ein Eieromelett. Ein Königinsteak und dann... irgendwie abstellen. Das ist so nervtötend. Oh, der ist aber nicht hübsch angemalt. Das sieht gruselig aus. Lass mal gucken, ob wir hier alle erwischt haben. Oh Gott, kann man das hier machen? Komm zurück! Bring wir's zu Ende! Na, wer denn? Achtung, Boah. Ach, da, alles klar. Nicht, mich nervt das langsam. Wir hätten's besser wissen sollen. Da ist das Theater, Gott sei Dank. Also sind wir richtig King Colas Castle. Also sind wir sogar richtig gegangen. Und es wird auch langsam wieder hell. Was ist hier? Ach, ein anderer Zugang. Ist hier noch irgendwas? Das? Turm von King Colas Castle. Aber wir gehen erstmal ins Theater. Ich kann mir vorstellen, dass wir da dann hin müssen. Und dann gehen wir da jetzt erstmal eben rein. Wieder unterm Radar. Und dann schauen wir mal. Was gibt's denn? Bitte keine Wiederholung. Oh, kann man aber ins Kino nehmen, darf man doch gar nicht. Melone. Buff und okay. Winsterpüree, nehme ich alles gerne mit. Ja, so ein bisschen schnabulieren im Kino ist doch schon cool. Okay, das ist eine Haupttür. Vielleicht vorher nochmal aufs Klo gehen? Gibt es das Klo hier irgendwo? Kein Klo. Doch da, Restroom. Jetzt ist nicht die Zeit, sich in die Hose zu machen. Deswegen gehe ich auf... Aufführung steht an. Deswegen gehe ich auch auf Toilette. Deswegen gehe ich auch extra auf Toilette, damit ich das in Ruhe genießen kann. Weil sonst wird's spannend und dann... Glaubst du, in dem ganzen Chaos finden wir irgendwo, was nützlich ist? Habe ich das Gefühl, hätte ich nicht vielleicht doch nochmal vorher aufs Klo gehen sollen? Oh. Daytripper. Kohle. Ich sollte mich nochmal eben hier nyokisieren, ja. By the way. Was essen wir jetzt nochmal zwischendurch? Keine Ahnung. Maulwurfs, Rattenhappen. Strahlung widerstehen können wir auch mal machen. Köterkeulen haben wir noch ein paar. Boah, prima. Und jetzt raus hier. Jetzt raus hier. So was hier. Ach, das geht, da geht's wieder raus. Alles klar. Okay, ja, ist gut. Wir gehen jetzt rein. Wahrscheinlich warten da wieder 10.000 Ghule auf uns.
richtig. 10.000 Gule. Das ist doch nicht koscher hier. Und nun? Kann ich mich hinsetzen? Ja, kein Problem. Ich wollte heute Nacht sowieso nicht schlafen. Oswald, der Ungeheuerliche! Yay! Wer ist Oswald? Ich hätte nie gedacht, dass du es so weit schaffst. Du bist anders als gewöhnlicher Angreifer. Daher lasse ich die Tricks und Illusionen weg, mit denen ich die Abergläubischen verjage. Ich denke, lässt du weg. Als die Bomben fielen, hat sich alles verändert. Oh ja. Wir auch. Und irgendwie habe ich ein Geschenk erhalten. Magie. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Möchtest du mal sehen? Hoch! Was du auch tust. Ich kann meine Freunde heilen. Und wir werden... Warum müssen wir denn gegen ihn kämpfen? Hätte ich mit ihm reden können? Moment. Alles immer eben auf Anfang. Hätte ich mit ihm reden können, eben als er direkt vor mir stand? Oder gar nicht? Wir gehen nochmal rein. Das will ich jetzt eben nochmal wissen. Und nun? Die Show, auf die alle gewartet haben. Kein Problem. Ich wollte heute Nacht sowieso nicht schlafen. Ich hätte nie gedacht, dass du es so weit schaffst. Du bist anders als gewöhnlicher Angreifer. Daher lasse ich die Tricks und Illusionen weg, mit denen ich die Abergläubischen verjage. Als die Bomben fielen, hat sich alles verändert. Wir auch. Und irgendwie habe ich ein Geschenk erhalten. Diese Person ist beschäftigt, Magie, aber das geht nicht. Schade. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Möchtest du mal sehen? Hoch! Was du auch tust. Ich kann meine Freunde heilen. Und wir werden beschützen, was uns gehört. Die geht nur mit einem Schlüssel auf. Okay, schade. Schade. Schade, schade, schade. Nee, ich glaube. Cool. Ach, mit Schwert des Kampfes kann ich mich nie auf den Thron setzen? Was? Das halte ich für ein Gerücht. Kann ich hier irgendwas ändern? Kann ich nicht. Nee, kann ich leider nicht. Schade. Ich weiß nicht, warum wir jetzt gegen ihn kämpfen sollen, aber... Na gut, dann beenden wir den ganzen Scheiß. Ach, warte mal. Ich sehe schon. Mir leid, so leicht gebe ich nicht auf. Dann weiß ich jetzt, wo wir ihn finden werden. Ich weiß, wo er ist. Hey, hast du was für mich? Ich hoffe doch. Wie es scheint, bist du nicht von deinem wahnwitzigen Angriff abzubringen. Dann ist es wohl an der Zeit für unseren letzten Akt. Treffen wir uns auf dem Dach von King Colas Castle. Dann bringen wir diese Produktion zu Ende. Alles klar. Dann werden wir den Turm sicherlich raufgehen müssen. Wie wir es eben schon gesehen haben. Ich verstehe nicht, warum wir unbedingt gegen ihn kämpfen müssen. Aber wenn er uns selber so als Feind ansieht, naja, dann können wir es eben nicht ändern.
Wäre interessant, seine Sicht darauf zu sehen. Vielleicht kann man ja doch mit den wilden Ghulen noch irgendwie, naja, wieder was anfangen. Ich weiß es nicht. Aber mit seinen Fähigkeiten vielleicht. Die haben wir auch noch nicht, oder? Haben wir die schon? Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Oh, also wirklich? Gib nicht auf! Du machst das super! Ja, und du nervst mich. Mit deinen Kommentaren und mit deinem nuklearen Regen, ja. Oder? Warte mal. Geht das nicht doch hier durch? Was war das? Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Wir sollen irgendwie dahin. Ich möchte aber ganz gerne wissen, was das hier ist. Geh ich jetzt rein. Turm von Kings Castle? King Cola Castle? Ein zerschlagener Spiegel, okay. Was? Laborkittel? Stimpak. Rachel! Das ist die, auf die, von der sie erhofft haben, dass sie ihnen ein Heilmittel bringt, ne? Die vorher bei denen im Tunnel dabei gewesen ist. IDs? Oasis. Halt. Ja. Albern, wenn ich lange rum. Benutzer R. Watkins ist angemeldet. Benutzeraufzeichnung. Ich habe die Rolle. Rachel Watkins. Ich habe die Princess Cherry Rolle. Papa geht davon aus, dass ich ein Praktikum bei den Getränkespezialisten mache. Zumindest habe ich einen Job in Nuka World. Daher kann ich mir mit der Bewerbung Zeit lassen und erstmal ein paar Leute kennenlernen. Ich liebe die Schauspielerei. Trotzdem will ich meinen ziemlich teuren Abschluss in organischer Chemie auch für irgendwas nutzen. Mein Freund Oswald und die anderen haben eine Party für mich organisiert und sich hier im Turm total abgeschossen. Wir waren betrunken und kamen auf diese lächerliche Idee, den Park zu übernehmen, wenn es mit dem Krieg mal richtig schlimm werden würde. Also Atombomben schlimm. Wir fanden den Plan richtig gut, aber dann gab es erstmal die nächste Runde Schnaps. Auf 2077, das hoffentlich ein strahlendes Jahr wird. Es geht aufwärts. Wir haben unsere Verteidigungsanlagen errichtet und langsam sieht alles ein bisschen besser aus. Dank meiner Erfahrung bin ich so etwas wie die inoffizielle Ärztin unseres zerlumpten kleinen Haufens geworden. Oswald ist eine große Stütze und hat diese Krise wie ein wahrer Anführer bewältigt. Ich bin so stolz auf ihn. Was auch immer dieser furchtbare Strahlungssturm mit uns angerichtet hat, die Auswirkungen sind schlimm und manche sterben sogar daran. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, um allen zu helfen. Aber ich bin eine organische Chemikerin, keine Chirurgin. Ich kann es nicht übers Herz bringen, den Leuten das zu sagen, während sie in meinen Armen sterben. Also behalte ich es für mich und versuche ihnen Hoffnung zu geben. Die Plage. Meine gute Freundin Fran ist der Plage vor ein paar Tagen erlegen und ich bin am Boden zerstört. Dean und Oswald haben sie in einem Haus vernagelt, bevor sie jemanden angreifen konnte, was ich wohl nicht ertragen hätte. Oswald ist die Nacht über hier geblieben und hat mich einfach in den Armen gehalten, während ich geweint habe. Ich wollte mich bei ihm für meinen Zusammenbruch entschuldigen, obwohl ich doch stark sein musste. Aber ich kannte Fran seit der Grundschule und konnte einfach nicht mehr.
Ich hasse diesen Ort. Echte Magie? Diese Woche wurden wir bei einem Großangriff bis zum Burgtor getrieben. Gerade als wir uns ins Theater zurückziehen wollten, krochen einige Geplagte aus ihren Häusern und halfen uns. Ich blieb wie angewurzelt stehen, als ich sah, wie Dean während des Rückzugs der Angreifer von einer verirrten Kugel getroffen wurde und scheinbar tot war. Aber Oswald hat irgendwas gemacht. Aus seinem Körper kam ein Leuchten, das sich wie eine Welle ausbreitete. Plötzlich begann Dean wieder zu atmen. Nach dem Angriff sahen wir alle Oswald an, der etwas davon stammelte, echte Magie benutzt zu haben. Die meisten von uns wussten nicht, was sie davon halten sollten. Und ich? Mir ist es verdammt egal, wie man es nennt, aber vielleicht können wir damit die Plage heilen. Auf jeden Fall gab es von mir einen dicken Kuss dafür, dass er Dean gerettet hatte. Auf der Suche nach einem Heilmittel. Wir haben alles nur Erdenkliche versucht, jede Option ausgeschöpft. Nicht einmal Oswalds Kräfte können die Plage aufhalten. Es ist nur noch eine Handvoll von uns übrig und uns läuft die Zeit davon. Ich weiß nicht, was uns zuerst erledigen wird. Die Raider, die sich in Nukertown niedergelassen haben, oder die Plage. Das war's. Ich habe alles mit Oswald besprochen. Er wird im Kiddy Kingdom bleiben, um für die Sicherheit zu sorgen, während ich mich auf die Suche nach einem Heilmittel mache. Es war schrecklich, alle zurückzulassen, besonders Oswald, aber es gibt wirklich keine anderen Optionen. Ich werde in den Ort Brad Burton in der Nähe des Parks gehen und dort anfangen. Ein hohes Risiko, das sich hoffentlich auszahlen wird. Oje. Ich glaube eher nicht, oder? Weil ich meine, wir sind in Brad Burton gewesen und da auf keine Rachel getroffen. Das wär's. Ich will jetzt auch nicht wirklich den Oswald töten, ne? Also deswegen sträube ich mich da so ein bisschen gegen. Ich wüsste jetzt auch nicht warum. Gut, er hat die Dings auf uns gehetzt, aber ja. Er weiß ja auch nicht, wer wir sind. Bis jetzt sind sie immer nur hier angegriffen worden und mussten sich verschanzen und verteidigen. Also eigentlich würde ich den gerne am Leben lassen, aber der lässt ja auch anscheinend nicht mit sich reden. Also ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt leider mal gucken, wie kommen wir denn aufs Dach der Burg. Schauen wir mal. Ah, das war vielleicht gar nicht so falsch, ne? Hier sollen wir rein. Au, 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 au. Ihr kleinen Scheißer. Headshot. Eine Red Kakerlake. Ja, 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 das hatte ich wohl gesehen, wie der da sitzt. Der kleine selbstgefällige Mistkerl. Hier, guck dir das mal an, unter der Zigarrenkiste. Eine provisorische Bombe. Gut, dann nehmen wir uns das jetzt eben nochmal mit und dann gehen wir da mal rein. Oh, Ice Cone. King Cola's Curd. Hä? Das ist... Oh. Das ist das Kino. Wie kommen wir denn da hinten hin? Ist das dahinter noch? Jetzt sind wir wieder im Kino, ey. Oder im Theater. Nein, das ist ja ein richtiges Theater in dem Fall. Das ist ja kein Kino gewesen. Wie kommen wir denn da hinten hin? Aufs Dach. Irgendwas habe ich übersehen. Das
schnarch. Und dann mal noch der lange Ladebildschirm. Das muss nun nicht wirklich sein. Oh, hast du dich verlaufen? Schämmerlich. Nervst. Du nervst. Okay. Aber einen anderen Weg? Da müssen wir einmal hinten rum, würde ich sagen, oder? Wie kommen wir denn da aufs blöde Dach drauf? Oder habe ich was übersehen? Irgendwo unten durch? Nö. Oh, hier haben wir, glaube ich, echt Glück gehabt mit den beiden Raketenwerfern. Jetzt so bei Tage betrachtet. Warte mal. Wenn das jetzt da, was ist denn da in dieser Richtung? Wieso ist der Ort markiert? Und wieso ist das eine Powerrüstung? Da ist eine Powerrüstung. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht? Habe ich meine Powerrüstung da stehen lassen? Nee, aber dann nicht im Kitty Kingdom. Da ist eine wahrscheinlich, oder? Irgendwas habe ich übersehen. Oh, die Strahlung geht mir fürchterlich auf den Keks. Irgendwas habe ich übersehen. Vielleicht doch eine Tür? Wir sollen da ja irgendwie aufs Dach. Verdammt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, weil jetzt haben wir wieder einen schwarzen Ladebildschirm. Das dauert wieder ein bisschen länger und bis ich da jetzt irgendwie was gefunden habe, sage ich einfach bis hierhin. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissy. Macht's gut.